Einen schönen guten Tag. Heute habe ich ein Thema für euch, das nicht wirklich witzig, aber trotzdem recht interessant ist. Ihr habt es bestimmt schon alle am Titel erkannt, es geht um Drogen. Besonders möchte ich auf die eine, die momentan stark im Fokus der Medien steht, eingehen. Vorab sei gesagt, ich habe meine Erfahrungen mit manchen Drogen, ich habe mich viel mit ihnen beschäftigt und weiß eigentlich ganz gut Bescheid, wenn ich das mal so sagen darf. Drogen gibt es ja viele, angefangen vom recht harmlosen Gras, von dem keine körperliche, sondern nur eine psychische Suchtgefahr ausgeht. Gras werden sehr viele im Leben mal ausprobieren, denke ich mal, und so viel sei gesagt, im Grunde ist es ja harmlos. Natürlich sind alle Drogen, abgesehen von den ganz, ganz Schwachen, nicht gut, aber verglichen mit Alkohol ist Marihuana eine Blumenweide. Gras macht locker, relaxed, vielleicht etwas träge, Alkohol hingegen ist schädlich für den Körper, natürlich ist Kiffen auch nicht gut für die Lunge, aber Alkohol macht aggressiv, Hemmungsschwellen sinken, was aber auch positiv und negativ sein kann, und man hat einfach einen Kontrollverlust, wie er bei Gras eher selten ist. Weitere natürliche Drogen sind dann zum Beispiel Engelstrompete oder Muskatnuss, beide legal, wobei ich von beidem auch abraten würde. Heroin und Kokain sind beides halb synthetische, halb pflanzliche Drogen. Beide haben eine Pflanze als Ausgangsprodukt und werden auf synthetischem Wege zur Droge gemacht. Neben der wohl gängigsten Droge Speed und Ecstasy, jedenfalls in der Partyszene, gibt es aber auch noch ganz, ganz, ganz böse Sachen. Die Drogen, die ich bis jetzt angesprochen habe, sind allesamt nicht zu empfehlen, haben teilweise ein hohes Suchtpotenzial und bringen euch im Leben bestimmt nicht weiter. Aber jetzt kommen mal die ganz, ganz bösen Dinge. Fangen wir an mit Meth. Meth, oder ausgesprochen mit Methylamphetamin, glaube ich, ja, zerstört den Körper. Der Grund, warum so viele Menschen das nehmen, ist eigentlich ganz einfach. Es macht stark, gibt Selbstvertrauen, unterdrückt Hunger und Schmerzen, ähnlich wie bei Speed. Bei regelmäßigem Gebrauch lässt dann aber die Wirkung nach und dann nimmt man immer, immer mehr. Man zersticht sich dabei halt die Arme, bekommt dann Infektionen, wenn man vielleicht die Nadel teilt oder die Nadel dreckig ist, ist körperlich ein Frack und seelisch auch nicht mehr zu gebrauchen. Also auf jeden Fall Finger weg. Nächste. Krok oder Krokodil ist eine Droge, die vor einigen Jahren aus dem russischen Raum zu uns nach Westeuropa kam. Es ist eine Art Heroinersatz für die ganz Armen. Die meisten wissen gar nicht, dass sie Krok nehmen, sondern gehen eher von Heroin aus, was das Ganze ja dann auch so schrecklich macht. Es zerfrisst den Körper von innen, macht Organe und das Fleisch kaputt, Knochen schauen raus, die ganze Haut ist kaputt. Und wer nach dem dritten Konsum ja noch lebt, stirbt garantiert im vierten. Also Finger weg. Ihr könnt die Sachen auch nachgoogeln, dann habt ihr so ein paar Bilder, aber die sind wirklich nicht schön, also nur wenn ihr nicht ganz zart beseitet seid. Und jetzt zu dem Zeug, auf das ich eigentlich hinaus wollte, das momentan in allen Medien auftauchende Cloud9, übersetzt Wolke 9. Es gehört zu der Gruppe der Badesalze, die man teils legal im Internet bestellen kann. Drin ist es seit 1970 bekannte WIN, also WIN 35428. Bei Überkonsum führt es zu Kannibalismus. Das Wort Zombie hat sich da mittlerweile breit gemacht. Es gab in Miami ja den Face Eater. Ich glaube, der Jan von German Elite Army hat da vor 2 Wochen oder so mal was drüber erzählt. Und dieser Face Eater hat einem Obdachlosen einfach auf offener Straße das Gesicht weggefressen. Es hört sich auch ziemlich krank an. Man kann da so ein Überwachungsvideo sehen, aber halt nur, wenn man wirklich, unbedingt will. Da soll auch diese Droge bzw. diese Art von Badesalzen genommen haben. Man verliert die Menschlichkeit, wird zum Tier und greift Leute an. Und damit ist es wohl die schlimmste Droge der Welt, weil es bis jetzt keine Droge gab, die regelmäßig zur Verletzung Dritter geführt hat. Anscheinend tritt das Phänomen aber nur bei Überdosierung auf, aber manchmal kann man halt nicht anders, als mehr zu nehmen. So, zum Schluss möchte ich noch was zu den Legal Highs sagen. Legale Drogen klingen für viele sehr verlockend, weil leicht ranzukommen ist. Das Problem bei denen ist aber, es sind Substanzen, die extra so gemischt oder verändert wurden, dass es sehr lange dauert, bis ein Staat sie verbieten kann. Es gibt keine Studie zu der Droge, jeder, der sie nimmt, hat keine Ahnung, was drin ist, handelt da komplett auf eigene Gefahr, tut er ja immer, aber bei manchen Drogen weiß man ja schon, wie sie wirken, und von dem her ist es hier nochmal deutlich gefährlicher. Die sind nicht legal, weil sie unschädlich sind, sondern weil es dauert, bis sie getestet wurden und als illegal eingestuft werden. Manche bestehen aus so vielen Substanzen,
dass es wirklich ewig, wirklich sehr, sehr lange dauert oder fast gar nicht möglich ist, sie zu verbieten, weil es einfach ein Haufen Schrott drin ist, ein Haufen Substanzen, die halt allesamt erstmal getestet wurden. So, Legal Highs sind Schrott, die bekanntesten sind wohl Spice, Badesalze, Poppers und Herbal Ecstasy. Das ist so eine Kräutermischung, die so leicht aufpuschend wirken soll. Ist Schrott, also ja, nicht mal schädlich, aber ich würde es halt, oder ich weiß ich nicht so ganz genau. Legal Highs sind eigentlich mir relativ scheißegal. So, die bekanntesten illegalen Drogen sind Gras, Speed, Ecstasy, 2CB, Mescalin, LSD, Kokain, Barbiturate, Ketamin, M4, TA, diverse Pilze, Heroin, Crack, Meth und Angel Dust. Also, da sind bestimmt ein paar dabei, die ihr bestimmt schon mal gehört habt. Aber das dazu, mehr möchte ich zu den Drogen eigentlich auch gar nicht sagen. Und ich hatte es einfach mal Lust, so ein Video zu machen, weil ich jetzt nochmal was gehört habe und hier nochmal da und so und da. Und deshalb jetzt nochmal so dieses Video, aber das nur dazu. Meine Bitte an euch, nehmt keine Drogen und werdet nicht zu Zombies. Ich habe zu Hause drei Pistolen, eine 44er Magnum, eine M4 und über 10.000 Schuss. Das täte euch nicht gut. Also gut, damit verabschiede ich mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Stay clean. Und wir hören uns dann morgen, übermorgen oder mal sehen wieder. Tschüss.